jetzt die schwere Aufgabe nach Arnulf. Nicht ganz. Ja, Martina Trakas ist mein Name und ich stehe im Programm offene Standards und freie Software, wie das zusammenspielt, und ich werde ein bisschen erläutern, warum wir offene Standards machen beim OGC, also Open Geospatial Consortium. Und ich habe auch gerade noch was geschrieben, was bei der Arnulf noch reingegangen ist auf Interoperabilität. Und wer hat in den letzten Wochen sich mit dem Thema Geo-Services REST API beschäftigt? Also ich wurde heute schon darauf angesprochen, ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Ich mache eine kurze Einführung und werde dann ein paar Worte zur Zusammenarbeit zwischen OGC und der OSGEO erklären und ein paar Neuigkeiten aus dem OGC-Bericht. Weil der Ton nicht funktioniert, ich kann das Video nicht so gut nachmachen wie der Arnulf. Wenn Sie Zeit haben und mal so grundsätzlich schauen wollen, was macht das OGC, wir haben einen YouTube-Channel, da kann man sich ein bisschen durchklicken. Das sind sehr nette Sachen dabei, von ganz allgemeinen Einführungen bis ganz speziell Thema Hydrologie und OGC-Standards. Es geht um Interoperabilität und es geht um Standards beim OGC. Und unser Gründer, der David Schell, der hat mal gesagt, Interoperability seems to be about the integration of information. Ein ganz wichtiger Aspekt, da kann man nichts gegen sagen. What it's really about is the coordination of organizational behavior. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass es nicht nur um die technische Interoperabilität geht, sondern auch, semantische Interoperabilität und Veranstaltungen wie die FOSGIS, die tragen dazu bei, dass die Leute sich treffen, sie miteinander reden und man vielleicht auch auf Fehleinschätzungen, Fehlwahrnehmungen aufmerksam gemacht wird, die dann helfen, eine bessere Lösung zu finden. Ich habe mal hier, das ist von dem European Interoperability Framework, die haben die unterschiedlichen Ebenen von Interoperabilität definiert. Wir wollen ja oft Daten und Informationen über Grenzen hinweg austauschen. Das ist, kann man auf Landes-, also auch auf Staatenebene schauen. Es gibt hier zwischen Deutschland und der Schweiz oder Deutschland, Schweiz, Österreich gibt es sehr schöne Projekte. Da verstehen wir alles, das macht Sinn, also dass man da von Interoperabilität redet. Aber es gibt auch Interoperabilität in einem Land zwischen zwei verschiedenen Behörden, die auf denselben Daten zugreifen müssen. Das sind auch Grenzen. Es gibt auch innerhalb einer Behörde unterschiedliche Ämter. Und da reden wir auch von Interoperabilität. Und da sind so Sachen wie semantische Interoperabilität vielleicht wichtig. Für mich, die ich nichts mit der Seefahrt zu tun habe, ist ein Leuchtturm, Point of Interest, da kann man schöne Bilder machen, man kann gucken, wie lange das Licht braucht, bis ich es einmal gedreht habe, vielleicht jetzt ein Standard für, ich weiß es nicht, aber für einen Seemann, für einen Seefahrer ist es extrem wichtig. Das hat eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere semantische Bedeutung. Organisatorische Interoperabilität habe ich gerade schon erläutert, wenn Behörden zusammenarbeiten müssen oder wenn unterschiedliche Organisationen miteinander reden müssen. Das brauchen wir auch, das ist wichtig, das darf man nie vergessen. Was wir hier überwiegend beachten oder worauf wir schauen, das ist überwiegend die technische Interoperabilität. Ja. Wichtiger Faktor für den Zugang zu verteilten Daten, wir reden ja immer mehr von Open Data, ist die Standardisierung. Und wir definieren das als das die allgemeingültige und gemeinsame Schnittstellen, die Interoperabilität ermöglichen. Und ich habe jetzt gerade nochmal
weil Arnulf das vorhin erwähnte, das OGC versteht unter Interoperabilität Folgendes, und darauf bezieht sich das OGC auf ISO 2382-1, die Fähigkeit, über verschiedene Systeme hinweg Daten und Informationen auszutauschen, ohne dass der Endanwender vertiefte Kenntnisse über die Technologie dahinter haben muss. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir schauen, komme ich mehr aus der Ecke der Programmierung, der Entwicklung von Standards oder bin ich ein Anwender. Das sind einfach auch Dinge, die Sie im Hinterkopf haben müssen. Zum Thema Open Data hat das OGC keine spezielle Position. Wir sagen grundsätzlich, egal welche Strategie Sie in den Unternehmen oder Ihrer Behörde, Ihrer Organisation verfolgen, das ist Ihr Ding. Es ändern sich ja auch Dinge. Arnulf hat es gesagt, was gestern Open Data ist, kann heute oder morgen was anderes sein und umgekehrt. Aus unserer Sicht ist es einfach wichtig, dass man einen Rahmen schafft, und der ist eben durch offene Standards, dass Daten eben zugänglich gemacht werden können. Wenn man unsere Mitglieder fragt, also das OGC, wir sind eine Organisation, wir haben über 400 Mitglieder, 480 Mitglieder, warum macht ihr denn mit beim OGC? Und für viele ist einfach, die haben Herausforderungen, weil die Interoperabilität nicht funktioniert. Sie können Karten nicht übers Internet austauschen oder sie können Daten nicht zur Verfügung stellen. Und deswegen sind sie OGC-Mitglieder geworden und machen mit an der Erarbeitung von Standards. Und wir als Organisation, wir ermöglichen eben diesen Prozess, diesen Konsensprozess. Und direkt schon als das OGC fast 20 Jahren gegründet wurde, haben wir gesagt, die Standards, die unsere Mitglieder entwickeln, sind offene Standards. Ein proprietärer Standard, der nicht von allen genutzt werden kann, weil er eben proprietär ist, da lohnt sich aus unserer Sicht die Arbeit nicht. Deswegen sind unsere Standards offene Standards. Und wir haben eben Regierungen, Privatwirtschaft, NGOs, Universität und Forschung, die arbeiten zusammen, um offene Standards für Geodaten und andere Mainstream-Informationstechnologien zu erarbeiten. Was bedeutet aus unserer Perspektive offen? Und Sie sagen vielleicht alle, ja, das wissen wir, aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen. Die Standards des OGC sind frei und öffentlich verfügbar. Sie erfordern keine Lizenzgebühren. Und sie sind anbieter- und datenneutral. Also weil wir eben auch einen sehr Blumenstrauß an Mitgliedern haben, die aus verschiedensten Firmen zusammensetzt und Behörden, ist das Ziel, wir wollen keine spezielle Technologie unterstützen, sondern es soll eben anbieter- und datenneutral sein. Wir haben einen formalisierten Prozess, mitgliederbasierten Prozess. Und was wir auch sehr wichtig erachten, das ist die Standards, die beim OGC, die OGC-Standards, die ermöglichen es eben nicht einem einzelnen Unternehmen, dass ein Standard kontrolliert wird. Sehr häufig wird hier bei uns vielleicht nicht mehr, ich will es aber trotzdem noch mal erwähnen, Open Standards und Open Source Software ist nicht das Gleiche. Das eine ist Software und das andere ist Standard. Die OGC-Standards können von jeglicher Software implementiert werden. Ganz egal, was das für eine Software ist. Und der Arnulf hat zusammen mit einem Kollegen von mir, dem Carl Reed, ein White Paper geschrieben, und das lohnt sich sicherlich, da mal reinzulesen. Da geht es um, was ist Open Source Software und was sind offene Standards. Wir hatten gehört, warum sollte man denn freie Software einsetzen. Ich habe jetzt hier, was ist denn der Nutzen und der Mehrwert von offenen Standards? Und offene Standards beleben den Wettbewerb, auch international. Wenn Sie in Architekturen sind, die eine Software nutzen, dann ist das prima, aber jetzt kommt zum Beispiel, Sie haben eine neue Anforderung, eine neue Herausforderung, und die Software, die Sie nutzen, die passt plötzlich nicht mehr.
wenn Sie dann in Ihre Architektur schon auf offene Standards setzen, haben Sie plötzlich eine Vielzahl an Software zur Auswahl, die Sie nutzen können. Also ist es für die Anbieter von Software, kann es ganz interessant sein, sagen wir implementieren offene Standards, weil dann plötzlich unser Kundenkreis potenziell viel größer wird. Offene Standards, haben wir von Arno schon gehört, fördern Innovation, sind auch häufig die Grundlage dafür. Beim OGC haben wir jetzt auch angefangen, erste Standards in GitHub zu entwickeln, der Geopackages-Standard. Und das ist was, das Thema wurde von der Open-Source-Community getriggert. Und auch wenn wir eine alte Organisation sind, wir versuchen immer noch an der Zeit zu bleiben. Wir entwickeln uns weiter. Es dauert vielleicht manchmal etwas länger, aber wir streben das an. Ein weiterer Nutzen von offenen Standards ist, die verhindern ein Lock-in in proprietäre Architekturen. Ganz wichtig ist, das hat der Arno vorhin im Zusammenhang mit Open Data erwähnt, es ist wichtig, dass nicht nur die Techniker und die Softwareprogrammierer verstehen, warum offene Standards wichtig sind, sondern dass es auch die Entscheiderebene versteht. Und ich habe das gerade schon erwähnt, wenn Sie eine Architektur haben oder wenn Sie in Ihrer Behörde oder Ihrer Organisation auf offene Standards setzen, dann verhindern Sie Login in proprietäre Architekturen. Sie sind viel flexibler bei der Auswahl der Software. Und deswegen ist es wichtig, dass nicht nur die Techniker, dass wir nicht nur untereinander reden, also ich bin jetzt keine Technikerin, aber dass wir eben auch, dass die Informationen durch die komplette Behörde oder Organisation weiter verteilt werden. Ja, was kurzer Überblick zum OGC. Wir wurden 1994 gegründet, wir haben nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum, sind not-for-profit, konsensbasiert und freiwillig. Also alle Aktivität, die im OGC passiert, wird von den Mitgliedern angetrieben. Im Moment sind wir 480 Mitglieder, ein bisschen mehr als ein Drittel ist von der Industrie. Da haben wir die Big Player, und wir haben sehr viele kleine und mittlere Unternehmen, und die haben alle, jedes Mitglied hat das gleiche Mitspracherecht im OGC. Wir haben Behörden und öffentliche Verwaltungen sind Mitglieder beim OGC und Wissenschaft und Forschung. Ich habe hier mal nur die Zahlen genannt, wir haben 11 Mitglieder aus der Schweiz und viele sind auch hier auf der Konferenz. Wir haben 8 Mitglieder aus Österreich und wir sind 48 Mitglieder in Deutschland. Der größte Teil der OGC-Mitglieder kommt aus Europa, gefolgt von Nordamerika, und dann wird es etwas dünner, aber wir haben in den letzten Jahren steigt die Mitgliederzahl, weil es immer mehr Anforderungen an Standards gibt und auch die offenen Standards, die etablierten Standards werden auch weiterentwickelt, weil sich eben das ganze Umfeld weiterentwickelt. Wir sind beim OGC 23 Leute und im Moment haben wir mehr als 35 Standards. Wir arbeiten sehr eng mit der ISO zusammen, speziell mit ISO, mit dem Technical Committee für Geoinformationen, und viele OGC-Standards sind auch ISO-Standards. Also es gibt nicht nur ein Co-Branding, sondern es wird tatsächlich überlegt, wir wollen jetzt einen Standard entwickeln, wo macht es Sinn, dass wir den entwickeln? Entwickeln wir den in ISO TC211, in dem Technical Committee für Geoinformation, oder machen wir das in der OGC-Arbeitsgruppe? Und wenn Sie da Interesse haben und sagen, wir engagieren uns bei ISO, würden aber ins OGC reingucken, dann gibt es da Mechanismen, das einfach zu machen. Wie erwähnt, kann man die OGC-Standards in Software implementieren, und auf unserer Webseite finden Sie ganz viele Softwareprodukte, die OGC-Standards implementieren. Große, weltweite Nutzer- und Entwickler-Community. Ich war in Südamerika mal auf einer Konferenz,
Damals war mein Spanisch noch nicht sehr gut, aber BMS, WFS konnte ich verstehen. Und ich konnte mich auch mit einer Frau über ISO 19115 unterhalten. Das ging dann auch. Und das zeigte einfach, dass wenn man über Geodateninfrastrukturen spricht, sind ISO und OGC-Standards einfach ja, die Grundlage. Und ich erwähnte das gerade schon mit ISO, wir arbeiten eng mit vielen anderen Standardisierungsorganisationen und Community-Organisationen zusammen, weil wir wollen nicht das Rad neu erfinden. Und wir wollen auch nicht, dass andere das Rad neu erfindet, sondern wenn man jetzt irgendwie im Moment entdecken oder seit einigen Jahren entdecken ja viele Communities Geo für sich und sagen, wow, das ist super. Und dann sagen wir, guck doch, was es schon gibt. Macht mit an der Verbesserung von dem Standard oder an der Änderung von dem Standard, anstatt etwas Neues zu entwickeln. Und in dem Zusammenhang, also mit der Kooperation mit anderen Organisationen, haben wir eben ein Memorandum of Understanding mit der OSG. Das ist jetzt auf Englisch, weil das sind Zitate aus diesem Memorandum of Understanding. Die OSGEO hat schon dazu beigetragen, dass unser Prozess beim OGC sich geöffnet hat. Also wir haben jetzt einen offeneren Prozess. Wir müssen natürlich auch schauen, beim OGC gibt es bestimmte Regeln, Policies und Procedures, aber die Kooperation und die Zusammenarbeit mit der OSGEO, die hat sich sehr positiv ausgewirkt. Zum Beispiel gibt es beim OGC ein sogenanntes Compliance-Test-Programm und da hat die Open-Source-Community schon eine ganze Menge an Referenzimplementationen dazu beigetragen. Also wenn Sie mal schauen wollen, die meisten Referenzimplementationen für OGC-Standards kommen aus der Open-Source-Community. Ein wichtiger Aspekt ist, dass das mit dem Workplace. Die OSGEO-Community, es gibt da bei der OSGEO-Community eine Standardsliste, da kommen neue Ideen, was für einen Standard man entwickeln kann oder wie sich ein Standard weiterentwickeln kann und das wird auch in das OGC eingebracht. Ich glaube, das MOU gibt es jetzt seit 4 Jahren und das ist sehr gut. Kurzer Exkurs zur Arbeitsweise des OGC. Ich hatte das schon erwähnt, wir arbeiten am Konsensprinzip. Systementwickler, Integratoren und Anwender einigen sich auf den Standard. Also man hat die Anwenderseite, die sagt, wir haben die und die Herausforderungen und man hat die Entwickler, die sagen, wir können das und das lösen. Und wenn die sich unterhalten, dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann was Gutes dabei rauskommt, ist relativ hoch. Wir haben einen formalisierten Standardisierungsprozess, wir haben Policies und Procedures, die immer wieder detailliert werden und Standards eben nach diesem Muster entwickelt werden. Und wir nutzen innovative Prozesse, um eben zu schauen, wenn eine Anwender-Community kommt und sagt, Mensch, der Standard, der ist gut, der gefällt mir, den würde ich gerne für meine Community nutzen. Dann haben wir die Möglichkeit, so Testbeds oder Pilotprojekte zu machen und die nutzen dann den Standard und schauen, ob der zum Beispiel für die Hydrologie. Die sind zum Beispiel sehr, sehr aktiv im Moment, die schauen, ob das passt. Und Ergebnisse von diesen Pilotprojekten, die fließen dann wieder zurück zu der entsprechenden Standardsarbeitsgruppe. Wenn wir jetzt aber von Entwicklung von Standards sprechen, das ist nicht so ganz einfach. Da prallen unterschiedliche Welten aufeinander. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt unterschiedliche Level an Interoperabilität. Reden wir überhaupt über das Gleiche? Das sind alles Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und wenn man von Interoperabilität spricht, wo Geodaten und Geoservices adressiert werden, dann hört sich das alles ganz leicht an, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Es ist wichtig, ein Verständnis für jemand anderen zu haben, also nicht immer sich in den Vordergrund zu stellen, sondern auch andere anzuhören und wirklich in Dialog zu treten. Man braucht eine Kooperation, wir müssen auf globaler Ebene miteinander kooperieren, weil wir offene Standards haben wollen, die auch weltweit eingesetzt werden. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Ich kann mich nicht hinsetzen, die Arme verschränken und warten, bis irgendjemand was macht. Und wenn es dann doof ist, dann sagen wir, das ist ja Mist, das geht ja gar nicht. Sondern ich beteilige mich an dem Prozess, ich mache mit.
und aus unserer Perspektive eben auch ein zertifizierter Prozess, der immer wieder wiederholt werden kann. Und das sind beim OGC die Policies and Procedures. Habe ich gerade schon erzählt. Und jetzt komme ich, wo einige drauf warten, Neuigkeiten aus dem OGC. Geoservices REST API. Für die, die es nicht wissen, der Standard sollte im April verabschiedet werden und kurz vor 12, also bevor es dann durchging, ging ein Aufschrei durch die komplette Community. Leute, die sich nie zu Wort gemeldet haben, waren plötzlich ganz vorne weg und haben auf konstruktive und nicht so konstruktive Weise viele Menschen, viele Organisationen beschimpft. Ich wollte jetzt das heute meinen Vortrag nutzen, mal darzustellen, wie entsteht denn so ein Standard. Sie können auch das nach diesem Blog von meiner Kollegin, der erläutert das alles nochmal, da können Sie nachlesen, wie das ist, wie das funktioniert. Also jetzt speziell Geoservices REST API Standard, der wurde vor 2 Jahren, kam die Idee auf, dass wir einen Geoservices REST API Standard im OGC definieren sollten. Und die Idee kam, und wenn man sowas machen, wenn man einen Standard entwickeln will oder definieren will, dann braucht man eine Arbeitsgruppe, eine Standardsarbeitsgruppe. Dafür braucht man mindestens 3 Mitglieder vom OGC, die eine Charta für diese Standardsarbeitsgruppe entwickeln. Es wurde dann gemacht, diese Charta wurde dann an die Mitarbeiter, also an OGC-Staff, geschickt. Und wir haben da ein bisschen geschaut, dass es auch die Policies and Procedures berücksichtigt. Und dann wurde das dem Ganzen allen Mitgliedern zum Durchlesen zur Verfügung gestellt. Die konnten dann Kommentare zurückschicken und dann konnte sagen, ja, das finde ich nicht so gut. Und da müsste man vielleicht noch ein bisschen was ändern. Und so wurde innerhalb von ein paar Wochen wurde eben diese Charta dann weiterentwickelt, bis es soweit war, dass man sagen konnte, okay, wir können jetzt eine Standardsarbeitsgruppe entwickeln. Da war man dann, das war dann im Juni 2011 und da gab es dann mittlerweile schon 16 OGC-Mitglieder, die gesagt haben, wow, das ist spannend, da wollen wir mitmachen, weil dieser Standard, das brauchen wir wirklich. Und diese Geoservices REST API, die Idee, die wurde von einer Firma ins OGC eingebracht. Dazu muss man jetzt sagen, wenn ein Mitglied einen Standard oder eine Idee eines Standards ins OGC einbringt, der außerhalb des OGC entwickelt wurde, dann gibt diese Organisation alle Rechte an diesem Standard, an diesem Dokument ab. Also die IPR-Rules gehen komplett ans OGC über. Und komplett als OGC heißt, alle Mitglieder können dann reden. Also die Firma oder das Unternehmen selber kann dann, hat da nicht mehr den Finger drauf. Ganz wichtig. Der Standard, wo das hat, also die SI hat diesen Standard eingebracht und hat quasi die Rechte an dem Dokument abgegeben. Und ab da sind alle Mitglieder, die in dieser Standardarbeitsgruppe gearbeitet haben, konnten an diesem Standard rumdrehen und rumschrauben und haben auch sehr viel Arbeit reingesteckt, haben den Standard entwickelt und viel Zeit in die Weiterentwicklung investiert. Es gab dann Ende letzten Jahres eine Public Review Phase, also das sind mehrere Wochen, da wird ein Candidate Standard, der wird dann veröffentlicht und alle, die Interesse haben, sind OGC-Mitglieder, sind nicht OGC-Mitglieder, die können Kommentare zu diesem Candidate Standard schicken. Diese Kommentare müssen von der Arbeitsgruppe berücksichtigt werden und in diesen Standard mit eingearbeitet werden. Der Candidate Standard wird in vielen Ländern veröffentlicht, aber nicht in Deutschland. Das wird auf der OGC-Webseite veröffentlicht. So. Das hat nichts mit der ISO so. Zu tun. Genau. Das ist der reine OGC-Prozess. Und
Die Kommentare, wie gesagt, die werden dann von der Arbeitsgruppe aufgenommen. Natürlich, wenn es halblose Kommentare oder sind, dann macht das keinen Sinn. Aber die Arbeitsgruppe hat sich dann die Mühe gemacht, die Leute Feedback zu geben. Und der Standard wurde dann auch durch diese Public Review Phase verbessert. Dann war es dann im April diesen Jahres, sollte dann der Standard verabschiedet werden. Der wurde dann dem OGC, den Voting Members beim OGC vorgelegt. Und plötzlich war Chaos da. Also ich meine, anders kann man das nicht sagen. Es gab, wie gesagt, sehr viele gute Kommentare, dass der Standard überhaupt nicht funktioniert und dass es eine Technologie bevorzugt. Also das Ende vom Lied, Sie können das alles nachlesen, das ist zum Teil sehr, sehr amüsant und ist auch sehr interessant zu lesen. Das Ende vom Lied war, dass die Arbeitsgruppe und nicht ESRI, also die Arbeitsgruppe hat gesagt, wir ziehen den Kandidatstandard zurück. Wir wollen jetzt nicht, dass der verabschiedet wird, weil wenn die komplette Community, wenn es da so ein Aufschrei durch die Community geht, dann hat der Standard einfach auch keinen Rückhalt. OSGEO hatten offen oder einige Mitglieder der OSGEO oder Engagierte in der OSGEO haben offen einen Brief geschrieben, es wurde in der Presse dargestellt, ganz viel. Also die Arbeitsgruppe, die Standards-Arbeitsgruppe hat den Standard zurückgezogen, der ist aber immer noch da. Also wenn Sie jetzt sagen, ich war dabei und ich fand den Standard überhaupt nicht gut und ich will da was ändern, und Sie sind Mitglied beim OGC, dann können Sie da sich bei der Arbeitsgruppe engagieren oder Sie sprechen mich an oder wenn Sie aus dem Open-Source-Bereich kommen, es gibt immer Möglichkeiten, auch an der Arbeitsgruppe mitzumachen. Und ich wollte jetzt einfach diesen Prozess darstellen. Wir haben eine öffentliche Review-Phase, wo man eben auch als Nichtmitglied sich engagieren kann. Und was der ganze Prozess gezeigt hat, ist, dass die Community funktioniert. Es wäre schön, wenn so Dialoge einfach schon zeitnah stattfinden. Und ich würde auf alle Fälle den Blog lesen. Das ist sicherlich sehr, nochmal sehr, sehr spannend zu lesen, wie das funktioniert. Ja, weil jetzt die Zeit abgelaufen ist, überspringe ich das, aber mein Vortrag steht zur Verfügung. Wenn Sie Interesse haben an diesem Interoperability-Programm, wenn Sie einfach sagen, hey, wir beschäftigen uns entweder mit Geospatial in the Cloud oder mit Mobile Security, Data Quality and Provenance, auch ein Thema, was bei Open Data gar nicht, was man vielleicht sich auch überlegen muss, dann gibt es die Möglichkeit, über das Interoperability-Programm sich dazu zu engagieren oder mitzumachen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen ist es leider etwas kurz, aber ich bin die nächsten 3 Tage noch da. Also wenn da jemand Interesse hat, wir können das auch offline besprechen. Ja, weil wir hier auf der Veranstaltung sehr viel im 3D-Bereich am CityGML, noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung, Workshop an der TU München, der auch mit OGC-Standards und CityGML zu tun hat. Da können Sie sich auch engagieren, wenn Sie sagen, ich will jetzt nicht Mitglied beim OGC werden, aber ich würde gerne mitmachen, dann ist dieser Workshop sicherlich auch eine Möglichkeit im 3D-Bereich. Ja, abschließend, unsere Herausforderungen und Chancen, und ich glaube, ich habe das mit diesem Geoservices REST API, das war eine sehr gute eine sehr gute Übung für unsere Community und ich glaube, das hat auch gut funktioniert. Es gibt bestimmt ein paar Wogen, die man glätten muss, aber hier heißt es, wo wird da fallen Späne? Und das Wichtigste ist, kommunizieren. Wenn Ihnen was nicht passt, sagen Sie es und am besten haben Sie noch vielleicht einen Vorschlag, wie man etwas anders machen kann. Und das gilt jetzt nicht nur für offene Standards, sondern generell auch in der Open Source Community. Das ist immer einfach rumzumeckern, aber konstruktiv dabei bei der Sache zu bleiben, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Erfahrungen austauschen auch gut, weil man dann wahrscheinlich auch Erfahrungen von anderen, aus Erfahrungen von anderen lernen kann. Also wenn man miteinander redet und erzählt, was man für Erfahrungen gemacht hat, profitiert man auch von. Und
ja, die ganze Thematik Open Data, Open Standards, freie Software ist ein Modell, was man sich anschauen muss, vor allen Dingen in ökologisch schwierigen Zeiten. Gut, dann, stay tuned, wir haben einen Blog, wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Twitter und ich habe die OSGEO-Standards-Mailing-List auch noch aufgetragen, also da diskutiert die OSGEO-Community, was man mit Standards machen kann oder wie das läuft. Und OGC-Mitarbeiter und auch OGC-Mitglieder sind auch auf dieser Mailingliste. Das ist sicherlich eine gute Sache, wo man sich Informationen holen kann oder einfach informiert wird, was gerade passiert. Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit.